Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Viewer versus heute hier auf Sequenz LE gegen Zulan in einem PvP. Zulan ist selbst Diamant 2 Spieler, das heißt ich wieder hier als Protoss unterwegs für alle, die die Faustregeln hier nicht mehr auf dem Schirm haben. Wenn ich, wenn mein Gegner in der Liga Platin oder darunter ist, darf er sich, eigentlich schon falsch, wie ich es erzählt habe. Wenn mein Gegner unterhalb von Platin ist, heißt Bronze, Silber oder Gold, dann darf er sich aussuchen, welche Rasse ich spiele. Ansonsten spiele ich meine Main Race, Protoss. So, PvP, nun also gegen Zulan. Schauen, ob das auf Disruptor Tennis hinausläuft oder auf Mars Phoenix oder sowas. Mars Phoenix, sein A-Click. So funktionieren Phoenixe leider nicht. Wobei natürlich der mit den meisten mehr Phoenixen gewinnt, das ist schon korrekt. Wenn es Phoenix gegen Phoenix ist. Aber wenn eben nicht Phoenix gegen Phoenix ist, dann gewinnt man nicht einfach mit einem Phoenix A-Move. Dann machen nämlich die Phoenixes gar nichts, wenn der Gegner nur Stalker zum Beispiel baut. So. Brauchen wir gar nicht. Nehmen wir erst den Serenity Score. Kann natürlich auch sein, dass er mich kennenrusht. Aber dafür ist diese Map eigentlich nicht gedacht, würde ich mal sagen. Warum ist meine Probe denn hier stehen geblieben? Weil hier viel zu große Flächen hinter den Minerals sind. Man kann also sich jetzt nicht hinter den Minerals hier quasi einbauen, was ein Kennenrush halt viel stärker macht, als wenn man das eben nicht tut. So. Gibt es ja auch nicht. Wir haben ja die Gateways bei unserem Gegner gescoutet. Gibt es also keinen Schieß. Anders als vorhin bei bei Funky Monk. So. Zack. Habe ich keinen Pylon gebaut? Oh, shit. Ich habe den Pylon verschlafen. Das könnte mich tatsächlich das Spiel kosten. Gut, dann expandieren wir halt früh. Wollte ich auch. Also ich wollte hier einen frühen Nexus nehmen. Das mache ich total bewusst. Und nicht aus einem Fehler dazu getrieben. Oh Gott, ist das schlecht. So. Das zweite Gas ist da, wird nur von Sunny kommentiert. Ein bisschen spät. Vielleicht ist aber auch einfach dem Delay geschuldet. Hätte ich mal einen Pylon gebaut. Das wäre gut gewesen. Wenn jetzt nämlich gleich die ersten beiden Adepten oder Stalker. Beides nicht so gut für mich. Da wäre dann hätte ich ein Problem. Wir holen uns mal einen Mothership Core dazu. Früh. Baut zuerst mir Mineralien ab. Ich bin hier. Er hat übrigens keine Echse gebaut. Eure Mineralien reichen. Ich bin hier. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Baut Stalker. Hat ein Mothership Core, hat eine Twilight, das wird ein Link Stalker. So. Also wir dürfen nicht vergessen, er hat immer noch keine Echse gehabt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das heißt, irgendwas muss er ja gleich haben. Ich tippe ja auf Blink, was wir übrigens nicht gecheckt haben ist, oh, das fällt mir gerade ein, die Probe war hier irgendwo, ne? Ja. Forschung abgeschlossen. Warum laufen die von unten dahin? Kann mir das mal jemand erzählen? Gut, dass ich da gerade noch dran gedacht habe. Das hätte mir jetzt nämlich komplett das Spiel töten können hier. Eure Mineralien. Ich bin hier. Ich eine Rojo. Habe ich. Ist schon drin, deshalb. Können sehr, sehr gut auch übrigens die Tees werden. Also streng genommen müsste ich eigentlich was abstellen in der Eco-Line, aber ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass kein Oracle kommt, sondern dass die Tees kommen. Oder halt ein richtiger... Ah, Mann, trotzdem, wir müssen hier was abstellen. Mal
hier unbedingt zwei Pylons. Auch wenn wir aktuell nur ein Foot und Overcharge hätten, aber auf Nummer sicher zu gehen wäre, glaube ich, schon ganz wichtig. So, erste Ops ist da. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr akut in Gefahr. Aber auf jeden Fall einen zweiten Ops dazu. Dann würde ich fast sagen, wir setzen einfach mal auf Selle. Okay, da kommen die Stalker. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Ich bin hier in den Schatten. Wir fahren fort. Ziel bestätigt. Link hat er in jedem Fall, das war aber zu erwarten. Also wir können natürlich auch auf Blink gehen. Aber ich bin aktuell tatsächlich mehr für Zelle Charge. Eure Mineralien reichen nicht aus. Von der Seite. Vielleicht wäre es ratsam. Wir schicken mal den Ops nach vorne. Uns hier so ein bisschen splitten. Eure Versorgung ist unzureichend. Versorgung unzureichend, nicht gut. Müssen wir Mineralien abbauen. So. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Da kann ja schon die dritte stehen. Jo. Die sollen wir dann schleunigst dazu holen. Oh, dieser Supply Block. Oh, Disruptor 10 ist bei unseren Gegnern scheinbar auf dem Weg. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mir. Dagegen natürlich, wenn wir ehrlich sind, ist er letztens nicht so geil, ne? Eure Arbeiter müssen mehr. Was wir auf jeden Fall machen sollten, wäre gleich einfach zu pushen. Baut zuerst mir Mineralien ab. Um zu schauen, ob er vielleicht zu wenig hat. Dafür habe ich eigentlich auch zu wenig selber an Gateways, blöderweise. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Versorgt die Templarien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Wir sind das Licht der Kala. Entaro Tassala. So. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die ihr abbauen könntet. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. So. Mein Leben für Ayo. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Mineralienfeld erschöpft. Also meine Hoffnung ist jetzt, also ich erkläre jetzt mal, warum ich jetzt doch angreife, obwohl er halt auf Disruptor geht. Ich hoffe halt anzugreifen, bevor er zu viele Disruptor eben hat. Ob das gelingen wird, das kann ich noch nicht so richtig sagen. Ich habe auf jeden Fall ein Speed Warp Prism, ein Speed Observer. So, kommt, andere Gateways. Kommt! Mein Leben! Ihr habt bereits Oh, es war ein Dings zu spät. Wenn das komplett getroffen hätte, wäre geil gewesen. Gut. Genug, Medizin. Ich bin das Herz der Insel. Wir stehen vereint. Mein Leben für euch.
GG. Das wäre nochmal knapp geworden, fast dadurch, dass er meinen Warp Prism gesniped hat. Aber das, was ich erhofft hatte, ist eingetreten. Er hatte zu wenig Disruptor, um unsere Armee hier zu töten, die einfach vom Value mehr wert war als seine. Und das hat uns dann den Sieg gebracht. Sehr schön. So kann das doch weitergehen in der Viewer-Versus-Folge. Vielleicht sollte ich einfach öfter Viewer gegen Ergoix machen. Das ist auf jeden Fall erfolgreicher, als wenn ich gegen die Ladder antrete. Meistens zumindest. Naja, gut. Ich würde aber an dieser Stelle sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, unten rechts für ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.